Willkommen zurück, Freunde. Ich habe in der Zwischenzeit das Gebiet einmal komplett... Oh, shit. Wunderbar. Also, ich habe das Gebiet einmal komplett verlassen, um ein bisschen mehr Heal zu bekommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt ohne weiteres abschließen können, um dem nackten Mann Hilfe zu geben. Ich glaube, wir können hier auch noch mal mit Feuer arbeiten. Ja, komm schon. Ich sollte natürlich auch treffen. Ja, die Gear Damage zu machen ist schon wieder viel zu hoch bei mir. Komm schon, kipp um. Sehr schön, da fliegt auch schon das eine oder andere weg. Das Gute ist, der andere Bär lässt uns in Ruhe. So, jetzt nochmal zwischen die Beine. Oh, shit. Falscher Knopf. Ich wollte eigentlich einen dicken Angriff machen. Oh Gott. Die sind echt ein bisschen heftig. Kam mir irgendwie gar nicht so vor. Wir haben ja schon den einen oder anderen von dem platt gemacht. Aber okay, ich muss einmal wieder zurück. Ja, dann auf ein neues. Das Schöne ist, wir haben unsere Heiltränke und alles behalten. Er ist natürlich wieder voll geheilt. Oh. Weg. Okay, beide auf einem Haufen ist, glaube ich, nicht so gut. Also hier habe ich aktuell die größten Probleme. Und wenn das hier schon so ist, oh shit, wie soll das dann nur bei der Brandklaue sein? Ah, die Dinger machen doch gut Schaden, oder? Oh shit, ich hätte ihm zwischen die Beine springen sollen. Ja, aber der Schaden von den Dingern ist wirklich gut. Na, komm schon. Ja, dann sollte ich noch mal welche davon nehmen. Na, komm schon. Ja, der zweite ist hier auch schon direkt in der Nähe. Unser Kompagnon muss mal aufwachen. Die sind auf jeden Fall ziemlich heftig.
er schon wieder umgefallen. Aber auch ziemlich wenig HP. Und mein Medizinbeutel ist gleich komplett aufgebraucht. Ja, komm schon. Ja. Keine Munition mehr, wunderbar. Dann machen wir noch mal davon welche. Nachproduzieren. Oh, der Bauch ist kaputt. Sehr schön. Ja, jetzt nicht unfair werden und mit den Dingern schmeißen. Zum Glück hält uns der nackte Mann den anderen vom Hals. So, das hätte ich, glaube ich, deutlich öfter machen müssen. So, jetzt wo sein Bauch weg ist. Oh shit, voll in die Klaue reingesprungen. Ins Hinterteil. Ja, das war nicht so geil. Sehr schön. Der erste ist down. Oh, Stufe 51. Ich hätte gedacht, 50 ist die höchste. Mal schauen, was haben wir hier noch für Möglichkeiten. Reit hier rufen, eigentlich cool. Packen wir einfach mal den Punkt da rein. So, dann hier einmal eben füllen. Und uns natürlich von so einem Stein bewerfen lassen. Der Bauch ist natürlich wichtiger. Ja, im Kopf ist, glaube ich, was weggeflogen. So ein nackter Mann. Produzieren. Ja, ich komme hier nicht weg, verdammt.
komm schon. Ah, da im Bauch ist wieder was weggeflogen. Das ist gut. Ah, komm schon. Geh kaputt. Oh shit, da hat er mich erwischt. Mann, es wird langsam echt knapp. Oh, nicht getroffen. Na, komm schon. Ja, der macht den Bauch nicht wirklich frei. So, da ist der Bauch doch, glaube ich, explodiert, oder? Ja. Sehr schön. Wow. Der hat mich jetzt hier alles gekostet. Und wenn die jetzt schon so heftig waren, wie wird dann die Feuerklaue? Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre. Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen, okay? Ich verspreche es. Laut Banuk-Gesetz ist er unschuldig, wenn er überlebt. Aber ich will seinem Häuptling beweisen, dass er nie schuldig gewesen ist. Oh, da habe ich mich selbst gemutet. Wieso dem Häuptling beweisen? Wir sind doch der Häuptling. Aber gut. Beweisen wir es. Damit er wieder ein freier Mann ist. Da fällt mir ein, dadurch, dass 50 ja doch nicht das Maximallevel ist, sollte ich eventuell auch nochmal vor den Feuerklauen versuchen, ein bisschen hochzuleveln. Wird wahrscheinlich eh nichts. Weil dann haben wir zumindest einen größeren HP-Pool. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Karja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Okay, jetzt muss er auch noch zur Besinnung gebracht werden, obwohl er derjenige ist, der hier
nicht ganz so gut behandelt wurde. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Du kannst für dich entscheiden, was es heißt, Banuk zu sein. Vielleicht ist es nicht das, was Häuptling und Schamane sagen. Ob du bei diesem Verak bleibst oder einen anderen findest. Ich bevorzuge Entscheidungen wie, ist eher links besser oder rechts. Du hast mehr zu bieten als deine Fäuste. Darum glaubte ich dir. Mein Häuptling brachte mir Ehrlichkeit bei. Sagte, ein Banuk ist kein Verräter, denn das Eis ist verräterisch genug. Ich bleib noch eine Weile sitzen und spreche dann mit ihr. Und du, Nora-Mädchen, nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. Okay, dann haben wir hier was Gutes getan. Als nächstes haben wir die Mörderklaue offen. Sehr schön. Da müssen wir sowieso hin. Boah, ist das weit. Ich flitz mal hier zu dem Lagerfeuer und dann machen wir hier weiter. Ah shit, da ist sogar auch noch ein Turm. Das wird interessant. Und da sind wir wieder. Auf dem Weg hierher ist mir eingefallen, ich glaube, ich habe zu wenig Heal-Zeug. Das könnte mir, glaube ich, gleich noch um die Ohren fliegen. Umnag sagte, hier fände ich die Mörderklaue. Ja, die Frage ist, wollen wir die Mörderklaue wirklich finden? Shit. Oh, shit. Okay, es ist genau das passiert, was ich geglaubt habe, was passiert. Wollen wir es nochmal versuchen? Na, komm schon. Interessantes Vieh. Das nehme ich lieber mit. Ich glaube, wir sollten irgendwie versuchen, den Turm zu deaktivieren. Das könnte uns bestimmt weiterhelfen. Den Turm loswerden. Ja, das sehe ich auch so. Mal schauen. Oh Gott. Okay, irgendwie durchschleichen, das Ding deaktivieren, aber vorher brauche ich auf jeden Fall noch deutlich mehr Heal. Na gut, alle guten Dinge sind drei. Versuchen wir es nochmal. So, jetzt sollte ich hier, glaube ich, versuchen, komplett durchzuschleichen. Diese komischen Hügel peilen wir mal lieber nicht an. Wir hatten ja mal diesen komischen Bohrer, der sich durch den Boden gefressen hat. Da war es ja gar nicht mal so schlecht, komplett stehen zu bleiben, um dann keine Bewegungsimpulse rauszuhauen. Du bist aber ein Eventuell
könnte uns das hier auch helfen. So, die Schwäche, die er hat. Haben wir da irgendetwas für? Ich glaube nicht. Doch, da. Das Vieh sieht aber interessant aus. Fischartig. Besser abschalten. Na, na komm, lässt du mich jetzt? Da will ich drauf. Oh, was passiert jetzt? Ah, shit. Hier runter zu fallen war, glaube ich, nicht so gut. So, wo bist du? Oh, verdammt. Okay, die Abschaltung ist auf jeden Fall die Phase, wo wir am meisten Damage machen können. Und dann habe ich noch keine Ahnung, wie wir das dann lösen wollen. Heiltränke sind wieder komplett voll. Sehr schön. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. So, hier haben wir auch alles voll. Sehr schön. Das Vieh ist da hinten. Der Turm muss beseitigt werden. Gut, wenn wir stehen bleiben, scheint er uns nicht zu sehen. So, wo bist du jetzt? Ja, super, zu weit weg. Ah, geil. Sieh an. Isoliertes Outfit-Gewebe. Bringt uns das eventuell weiter? Oder war das eine Modifikation? Doch, ist eine Modifikation, okay. Nice. Ich kann diesen Steinbrecher überwinden, wenn er lange genug an der Ah, Steinbrecher ist das. Komm schon.
schön drauf. Oh shit. Ich sollte auch treffen. Da stockt vielleicht mal der Atem. So, komm schon. Das Ding haben wir schon gut penetriert. Dieser Durchgang ist auf jeden Fall deutlich besser. Gut, schlechter als bei den vorherigen Kampf dann auch eigentlich nicht mehr laufen. Schon. Ja, da ist schon ein bisschen was abgefallen. Ja, komm schon, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Sehr schön. Umnak hatte recht damit, dass du zäh bist. Okay, jetzt der letzte Durchgang hat gut funktioniert. Die ersten beiden waren natürlich eine Katastrophe, auch wenn wir den Turm nicht so gut gekriegt haben, wie es eigentlich hätte sein sollen. So, dass er dann auch gleich ein bisschen betäubt ist. Da war meine Geduld natürlich mal wieder nicht ganz so gut. Aber egal, down ist down. Hier haben wir, glaube ich, 2 Jäger-Quests bekommen. Also Mörderklaue ist jetzt down. Und die Dame hat, glaube ich, auch noch irgendwie zur Jagd eingeladen. Wärme ist ein seltenes Gut. Mögest du aber erstmal abgeben. So, wo bist du? Da bist du. Es ist vorbei. Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen. Die Mörderklaue. Erlegt von einer Fremden. Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Menschen werden ihren Liedern selten gerecht. Du bist eine Ausnahme. Und du hast mir einen Wunsch erfüllt. Mein Feind ist gefallen, wie die vielen Jäger, die er tötete. Mein Freund, mein Häuptling. Er wäre froh, dass anderen nun sein Schicksal erspart bleibt. Nimm dies zum Dank. Du hast es dir mehr als verdient. Bevor die Banditen kamen, war Steinfall eine wunderschöne Wildnis. So, was? Ah, Blauglanz? Echt jetzt? Wir kriegen nur Blauglanz? In der Truhe ist wahrscheinlich auch wieder nur Crap drin. Was haben wir als nächstes? Ja, Jagdgebiet. Ist jetzt nicht so geil. Ja, Sturmvogel. Ah. What? Ist das noch eine Quest aus der Vergangenheit? Ja, verdammt, wir haben nichts mehr für die Schnellreise. Das ist nicht gut. Na gut, dann den Sturmvogel. Dem sind wir 2-mal begegnet.
Einmal war es, glaube ich, auch eine Sidequest und bei der Hauptquest habe ich ihn einfach geskippt. Na, komm schon, Ladebalken. Aber dieser Sturmvogel, das wundert mich ein wenig, woher der jetzt kommt. Aber das ist die Dame. Ja, das ist die Sidequest. Weißt du, mir hat der rote Sand gefehlt. Gut, da ist der Sturmvogel. Bist du bereit? Dann komme ich und bumm. So, hilfst du jetzt mit oder wie? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob er eine Schwäche hat. Oh. Wir am Bauch das Ding. Nee, da ist es noch. Upsala, da sollten wir natürlich nicht reinlaufen. Ah, da oben ist die Dame und hilft etwas mit. Keine Munition mehr. Nice. Da fällt mir ein. Hier haben wir doch auch noch etwas, was wir nutzen können. Ja, das bringt natürlich nichts. Super, jetzt habe ich hier so viel rumgehampelt, dass noch ein anderes Vieh hinzugekommen ist. Na, komm schon, Sturmvogel. Aber die Hälfte ist schon mal weg, das ist gut. So, Madame, was machst du da? Hilfst du mit oder chillst du da einfach nur rum? Ich habe hier wieder kein Zielwasser genommen heute. Bist du, da bist du. Genau unter ihm und treffe nicht. Am Anfang wollte ich noch diesen grünen Zylinder umhauen. Fliegt wieder etwas weg. Wieso gehe ich nicht auf den Kopf?
So, haben wir die Flügel geschützt. So, am Bauch ist das Ding auf jeden Fall verschwunden. So, nochmal eben schnell die Tränke nachgezogen. Ah, durch Zufall habe ich da gerade was gezogen. Als ja, kleiner Schutz gegen Feuerangriffe. Das ist, glaube ich, gegen die Feuerklaue gleich sehr gut. Okay, der kann doch noch fliegen. Aber der ist gleich down. Der ist down. Sehr schön. Okay, der ging eigentlich sogar. Damit die Sturmschleuder verbessern. Ja, dann gib mir mal eine gute Sturmschleuder. Perfekt. Ich habe schon Maschinenöl an den Händen. Hier ist sie, die Sturmvogelkralle. Und los geht's. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Sieh gut zu, Aloy. Ciao. Nur nicht direkt in die Funken. Okay, ich musste sie praktisch in zwei brechen. Aber sie ist ein Stück. Und das mag ich an Stöcken. Man kann sie so zusammensetzen, wie man will. Und das hast du. Das Ding sieht jetzt viel gefährlicher aus. Sie ist mehr als gefährlich. Sie ist eine echte Vaga-Spezialwaffe. Pass gut auf sie auf. Was brauchst du nochmal für die Reparatur? Das Gebiss des Donnerkiefers reicht aus. Okay, Vaga. Willst du nicht die... Gut, jetzt müssen wir noch einen Donnerkiefer farmen oder wie? Jetzt ist halt die Frage, was hat sie uns da verbessert? War das das Ding hier? Könnte gut sein. Aber okay. So, genau, hier haben wir den Donnerkiefer, hier haben wir die Feuerklauen, Schienenteil für unseren Speer und Jagdgebiet. Ja, nehmen wir mal Donnerkiefer. Der ist dort, okay. Dann düsen wir einmal hier hin. Und da hinten haben wir schon den Donnerkiefer natürlich wieder mit ein paar kleinen Viechern kombiniert. So, erstmal den kleinen hier. Wow, 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 den habe ich jetzt natürlich komplett ignoriert. Schade, ich dachte, unser Breitkopf hilft uns ein wenig. Ja, ich sollte erstmal oben das Ding umhauen. Zu viel Gebüsch. Ja, die letzten Donnerkiefer liefen doch recht gut. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Aber das Gebüsch nervt hier gerade echt.
Nee, das war nicht gut. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Gut, dann gehen wir erstmal da drauf. Gut, das ist schon mal weg. Da kommen die UFOs. Ja, da kommt noch ein kleiner Wächter an. Sehr schön. Damit wir hier überhaupt nichts mehr sehen können. So, da oben haben wir die Raketen schon mal umgehauen. Und ich treffe ihn nicht. Wunderbar. Wieder Gebüsch im Weg. Shit. Da hat er mich ge-one-hitted. Wir waren doch komplett hochgeheilt. Auf 700 noch was. Ja, ich krieg aber meine... Habe ich meine Heiltränke zurückbekommen? Oha, oha. Dann muss ich nochmal los ins Gebiet. So, dann greifen wir doch mal von einer anderen Seite an. Gehen erstmal aus dem Weg. Oh, habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit? Ja, da hat er mich aber wunderbar getroffen. Ich muss mal schauen, was hat er... Nee, einfach nur... Ja, ich muss endlich den Turm da oben weghauen. UFOs sind eigentlich am gefährlichsten. Ah, ich habe hier schon wieder die falschen Pfeile. Ja, komm schon. Ja, sehr schön. Die UFOs sind weg. So, das Ding ist auch weg. Das auch. Da habe ich mir hier schön so ein Cheater-Plätzchen ausgesucht. Aber egal, wenn wir damit ans Ziel kommen, wieso nicht? Macht mir das Leben sowieso immer schwerer, als es sein müsste. Von daher passt das. Oh, komplett verzogen. Was wir endlich auch mal machen könnten. So, hier kommt ein bisschen Feuer drauf.
es doch endlich mal schön brennen, oder nicht? Da haben wir den Kolben. So, eigentlich ist es noch sein Gesicht, was ein bisschen gefährlich ist. Ah, da haben wir jetzt auch unsere Helferin endlich mal. Ja, das war wirklich verdammt. Aber wir könnten wieder ein bisschen Feuer drauf geben. Da ist die Drecksau nochmal schön ausgewichen. Einfachen Heiltränke. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Shit. Aber das sollte uns jetzt auch nicht gefährlicher werden. Oder? Oh shit, ich wollte eigentlich auf den Kolben. Komm schon, geht drauf. Und er ist draufgegangen. Sehr schön. Ah, ein bisschen getrickst, aber Hauptsache down. So, damit kann Varga den Eisdorn flicken. So, down ist das Vieh. So, gib uns noch mal einen schönen Eisdorn. Ich hab das Teil. Bereit, die Waffe zu flicken? Ich bin immer bereit, eine Waffe zu flicken. Dass ich mal froh bin, einem Donnerkiefer in den Schlund zu blicken. Ich bin es. Es sind nur große Werkzeugkisten. Sobald sie dich nicht mehr töten wollen. Glaub mir, Aloy, du wirst diesen Eisdorn nicht wiedererkennen. So. Oh, sie ist perfekt. Speere sind alle gleich. Pikschlitz tot. Öde. Der Kühlsaft fließt jetzt besser. Anpassung hier, noch ein Werfer drauf. Und jetzt schießt sie Eisstacheln. Tada! Ich bin beeindruckt. Viel schöner und mächtiger. Das ist garantiert. Das müsste eigentlich die Schamanwaffe sein. Ja, bitte. So, jetzt greifen wir uns nochmal die letzte Verbesserung. Das müsste die hier sein. Genau. Wo wollt ihr uns hinhaben auf der Map? Da ganz nach oben. Gut, ist auf jeden Fall was für die nächste Folge, denn sonst werden wir da nicht hinkommen. Und dann holen wir uns das letzte Teil oder die letzte Verbesserung. Hoffentlich ist das die normale Waffe, unser normaler Speer, mit dem wir angreifen.
Und dann stehen eigentlich nur noch die großen, dicken Feuerteddybären auf der Liste. Das wird dann aber auch nochmal ein Ding werden, weil wir müssen 5 von denen platt machen.